So Leute, nach einer kurzen Pause geht's weiter. Schon wieder vergessen, wo ich lang muss. Ja! Nein, diesmal geht's schneller. Denn irgendwie müssen wir nach oben. Und ich werde hier die ganze Zeit gestört. Vielleicht hört es ja, ich weiß es nicht, aber die ganze Zeit kommt jemand rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Wenn ja, tut es mir ehrlich leid. Wir versuchen es einfach erneut. Dieses Gelaber muss ich euch, glaube ich, nicht mehr vorlesen. Das kennen wir jetzt alle. Entschuldigt. Oh, ich werde es irgendwie schaffen, ey. Ich glaube, es ist sogar schon das dritte Mal, wo ich das versuche zu schaffen, oder? Ich weiß, es ist schon so lange her. Ja, und ein Part seht ihr, werdet ihr auch nicht sehen. Ich glaube, das ist 52 oder so. Werdet ihr nicht sehen. Nur auf Wunsch schicke ich euch den Link, weil ich den nicht öffentlich mache. Weil da etwas über meine alte Arbeitsstelle gesagt wird, was ich nicht so öffentlich stehen lassen will und später irgendwie einen Anwalt am Hals zu haben oder sowas. Wegen Verleugnung und so Schnickelablu. Deswegen, Part 52 gibt es auf Wunsch und wenn ihr es hundertprozentig keinen den Link weitergeben werdet. Also auch nicht an jeden x-beliebigen, ich mache das nur an die, die ich ja mittlerweile ein bisschen kenne. Mit denen ich dann auch so halbwegs vertraue. Diesmal hauen wir einfach mal ab. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich jetzt einfach abgehauen bin. Aber ich will euch ja auch mal mehr zeigen, als ständig das Level und wo ich sterbe. Oi, oi, oi. Was geht denn hier ab? Tanzparty? Aber auf jeden Fall habe ich Peach gesehen. So, und diesmal hatten wir auch den ersten Schlag. Das ist unser Glück. Und diesmal können wir sie vielleicht direkt töten. Nein, so nicht. Jawohl, ich hab's geschafft, aber wie ich das geschafft habe, weiß ich jetzt auch nicht. So, aber wir haben sie endlich mal geschafft. Yay! Und Luigi erreicht Level 21. Schon wieder mal. Diesmal kriegt er Blütenpunkte. Ich weiß nicht, ob er das letzte Mal auch gekriegt hat. Es waren nur zwei, aber besser als nichts. So, den nächsten. Treff den nicht! Jawohl! Weil ich manchmal nichts sage oder ein bisschen komisch anhöre, ich rauche noch nebenbei. Das muss einfach sein. Und für die Leute, die auch mein anderes Let's Play, das heißt Shining Soul 2, verfolgen, werden sehen, dass ich schon seit Ewigkeiten bei der Hexe festhänge und einfach nicht mehr weiterkomme. Da will ich mal sagen, ich werde mir überlegen, ob ich es erneut neu anfange, aber mit einem anderen Charakter, weil die Magierin, die ich habe, ist der, also so wie ich finde, ist die ziemlich schwach und wird das niemals hinkriegen, die Hexe dazu besiegen. Deswegen bin ich da auch im Moment am Pausieren und überlege, ob ich neu anfange, wie gesagt. Ihr müsst euch überraschen lassen, bei mir kommt das auch spontan. Ich muss mich da aber nochmal mit meinem Bruder besprechen, weil ich ja das mit ihnen als Race mache. Und gucken, wie, was er dazu sagt, ob ich dann wieder von vorne aufnehmen soll und die ganzen Teile rausnehmen soll oder sonst was. Aber das mache ich dann erst, wenn ich mich entschieden habe, neu anzufangen. Ja, das dazu. Nur damit, dass ihr euch nicht wundert, warum ich jetzt wieder überhaupt nicht Shining Soul playe, sondern Mario und Luigi. Das ist einfach nur der Grund, da ich einfach zu blöd bin, diese dölige Echse zu töten. Ey. Das geht mir selber voll auf den Sack, aber ihr seht, Mario erreicht Level 21. Genug von Shining Soul 2. Lebenspunkte. Ein. Wow.
Egal. Wir haben die Prinzessin. Das reicht uns dann auch. Oh, sie lacht wieder. Oh, Leute. Ich muss mal auf Pause. Pause. Ich muss einen Schluck trinken. So. Jetzt kann es wieder weitergehen. Ja, warum denn? Ja, das kapiere ich jetzt nicht. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, supi, ey. Ich verstehe das nicht mit Peach. Ich bin da echt gerade ein bisschen zu blöde. Ups, falschen Charakter vorne. Ich rette sie jetzt noch einmal. Und hoffe, das ist das letzte Mal, aber ich glaube eher weniger, dass das das letzte Mal sein wird. Diesmal töte ich die auch gar nicht. Weil die fangen ja eh da wieder an. So, bevor die sich wieder Peach schnappen, schnapp ich die mir lieber und lass mich angreifen. Denn ich habe keine Lust, das noch zehnmal wieder Peach zu retten und immer wieder den gleichen Weg zu latschen. Ich will mal weiterkommen. Ach, ich habe das immer noch nicht raus, wann die jetzt hoch oder wann die niedrig machen. Ich heile mich mal lieber. Ich will ja nicht ständig wieder sterben. Das ist nämlich auch, wie für mich, auch für euch, stinkend langweilig. Und ja, ich kann es immer noch nicht. Meine Güte. So, den ersten haben wir. Der zweite kommt direkt im Anschluss. Ich hoffe, dass ich den auch noch tot kriege. Ey, wie viel hält er eigentlich aus? Ich habe noch nie geguckt oder mitgezählt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt geschafft und haben roten Pfeffer erhalten. So, weiter geht's. Ja, wo ist die jetzt? Hallo? Ey, Leute! Was kann ich denn jetzt bitte dafür, dass die nicht mitgekommen ist? Ehrlich, ey, ich verstehe das nicht. Ich bin zu blöd dafür. Und bevor ich jetzt irgendwie was noch mich aufrege, was weiß ich, und ich glaube auch, die Zeit ist langsam vorbei. Ich habe nämlich leider nicht auf die Uhr geschaut. Aber ihr werdet im nächsten Part hoffentlich sehen, wie ich endlich mal bei diesem dummen, dödeligen Level weiterkomme. Also Leute, ich freue mich auf euch. See you later.